Olá, aqui estamos nós outra vez para mais uma sessão culinária. Hallo, hier sind wir wieder für noch eine Rezepte. Oder neu oder alt. Die ist schon alt, aber das mache ich erst einmal für euch. Also, dieses Mal Kichererbsen, Eintopf. Vamos fazer rancho. Ein bisschen von allem. Auch hier. Das werde ich gleich aufbrauchen. Ich trage zusammen Bochum. Also. Hier habe ich schon Olivenöl. Aqui já tenho azeitinho. Aufgang, Herd anmachen. Möhren habe ich schon geschnitten. Jetzt kommt die Zwiebel. So, Zwiebel geschnitten, as cebolas estão cortadas. Deixar aquecer um bocadinho. Fleisch habe ich schon gekocht. Schweinefleisch, aber wie gesagt, kann man mit Rind oder Kalb machen. Muss nicht unbedingt Schwein sein. Habe ich schon gekocht, immer ohne Salz. Habe ich gestern noch vorgekocht. Carne já cozi, carne de porco. Não precisa de ser carne de porco. Podem pôr vitela ou vaca. É à vossa discrição. Já cozi ontem, para estar agora fria, para cortar. Also, Zwiebel, jetzt rein. A cebola, agora no tacho. Ein bisschen braten lassen. Dieser Topf habe ich hier drin das Fleisch vorgekocht. Deswegen sieht er ein bisschen dreckig aus, aber das ist von das Fleisch kochen. Ne? Das ist. O, este tacho foi onde eu cozi a carne. Parece que está sujo, mas não é. É o coisa da carne que fica agarrado. Knoblauch, alho. Uma pressa. So. Ein bisschen braten lassen. Fest aufmachen. Ja. Über die Janelle. So. Chouriço,
Fleischwurst. So. Und so. Der hier tue ich ganz erst bei Nintendo, Joghurt beim Sonntag. Und der hier tue ich nur die Hälfte. Also. Tue ich kein Blutwurst, weil ich gerade keine habe. Nur von Marcelo, porque eu não tenho agora nenhuma. Só comprei uma. Não tenho agora nenhuma. Ai, chouriço. Choricinho português. Não sei se português já faz, moço. Um guima. Não sei se proberam. Lá se escorra. Tem que provar se estou a cozinhar. Ah, bom. Mögen, as cenouras. Bisschen braten lassen. Jetzt kommt meine Mischung, aber da in dem Studer. Piri-piri e chili shoten, uma da minha que carne, mas foi um pouco sem, sem é que não vai nada comigo, temos que ter fogo no rabiosco. Das ist Muskatnuss, Noz-Moscada, inteira, porque sabe melhor do que em pó. Muskatnuss, lieber ganz, weil schmeckt besser als schon gemahlen. Also, das weg. Fleisch jetzt langsam schneiden, cortar a carne. Ah. Da. Heute koche ich nicht so viel wie mit den Bohnen. Ein Topf habe ich für ein Jahr. Wenn ich halbes Jahr.
wenn ich alles ja nicht nichts esse. Hoje não vou fazer tanto como fiz com a feijoada, porque senão estou aí um ano a comer. Se eu durante meio ano não comer, não é? Porque a pessoa quer comer todos os dias. Então, oi, como é que se passia? Ein bisschen Wasser von Fleisch, das nicht brennt. Um bocadinho de água para cozer a carne, para não agarrar, entretanto. Das ist auch mit Knochen. Das Fleisch mit Knochen schmeckt am besten und ist saftiger. Ja. Dieses Geräusch da hinten ist ein bisschen windig. Este barulhozinho lá atrás está um bocadinho de vento e a persiana bate. A carne com osso é mais saborosa e suculenta. Eu adoro a carne suculenta, seca. Já mesmo o peito de frango não me ligo no pouco. Para mim é muito seco. Das auch Hähnchenbrust esse ich nicht, weil für mich ist zu trocken. Dieses Fleisch ist zu trocken. Keine Ahnung. Ich liebe Hähnchen, aber nicht vom Brust die Seite, ne? Dieses Stück. Ist mir zu trocken. Bleibt mir am Hals stecken. So. So. Jetzt Fleisch. Geschnitten, a carne está cortada, para as mãos. Es riecht köstlich. Cheira tão bem. Also, dieser Jalapeno, este piripiri. Muss auch mit rein, damit den Kiel. Ja. Ja.
Jetzt. Der Mörser. Agora vai, a misturinha toda, tá. Tomatensoße, die selber vorbereitet habe, tue ich eine große Menge kochen und dann friere ich ein. Mit Mathe für Yuki Fisch. Fassung um tacho dele cheio e depois congelo. Já fica sendo Weißwein, um pouquinho de branco. Nicht viel, so ein bisschen. Não é muito, um bocadinho. So. Nur für Geschmack. Só um bocadinho para o sabor. Leca! Muito bom! Agora põe-se a tampa. Ah, deixa eu manter, parece. Pronto. Couve lombarda, eu uso a couve lombarda. Sobrou-me da feijoada, assim não deito fora. Die habe ich von der Bohnen-Eintopf übrig und zum Wegschmeißen ist alles zu teuer. Was ich da vorher tut mir nicht gar. Und dann so. Ja. So groß geschnitten, wie ihr wollt. Hauptsache, dass man die danach im Topf findet, so im Essen drin. Waschen mit heißem Wasser. So. Jetzt gucken wir. So.
Hier kann jetzt schon. Und ja, wie ihr Wasser, die Menge wisst, kommt drauf an, was ihr für Fleisch gekocht habt. Das Wasser benutzt ihr danach, wie ich jetzt gemacht habe. Nicht wegschmeißen, einfach dieses Wasser behalten. Danach kommt ein Topf drin. Agua, ja, eu não sei, faço tudo a olho, mas é conforme a carne que vocês cozam e o que vocês queiram fazer em rancho, a porção, vocês, já, o que sobra da água, porque o grão cozido tem água. Eu nunca deitei esta água fora do grão, porquê? Por causa da faz a goma depois. Mas podem lavar o grão, não há problema. Há quem não goste da água do grão cozido, como do feijão. Eu aproveito a água do grão porque fica mais forte. E assim há muita gente que põe aqueles pós para engrossar o molho. Isto chega, tem um bocadinho de gelatina. Dieser Wasser von Kichererbsen wenn ihr nicht wollt, könnt ihr wegschmeißen und abwaschen. Aber ich nutze dieses Wasser mit, weil es wie Soße bindet, ist ein bisschen Gelatin drin und die Soße ja, wird ein bisschen dicker. Und viele mögen das nicht, auch von Bohnen aus der Dose. Könnt ihr abwaschen. Das ist aber dann ein bisschen mehr Wasser im Topf rein. Deswegen kann ich euch nicht so genau sagen, aber vielleicht für so einen Topf, vielleicht so 1,5 Liter Wasser. Ja, mit diese Wasser, ne? Oder diese Soße, das ist, ja. Wie gesagt, wenn ihr nicht mögt, dann einfach wegkippen und abwaschen und rein damit. Ja, und tue ich auch Nudeln, Penne, tue ich rein. Gibt es auch welche, die kleine Nudeln mögen und nicht die, aber das ist auch nach eurem Geschmack. Nicht viel, auch ein bisschen davon, kommt drauf an, wie groß der Topf ist. Eu ponho destes canudos, da massa, há quem ponha dos cotovelinhos, pequeninos, é conforme vocês gostem. E então, não ponham muita, é conforme o tacho que vocês façam de comida, porque ainda vem também depois o grão e a couve, depois só tem a massa, né? A massa é só mesmo para sujar. Olha lá. Das ist so gut wie am Kochen. Das ist da praktisch a ferver. E so. So, zwei und drei.
So. Lecker. Ja, merkt man schon Power, Jazznote. So. So, und reicht. Schicken Masse. So. Salz muss auch noch dazu. So, das hier jetzt alles, weil von Salz auch wie ihr wollt. So, eins. Zwei. O sal também, como vocês queiram, né? Agora deixar cozer isto. Das kocht jetzt so 20 Minuten. Halbe Stunde. So, Klappe zu, Affe tot. So. Weg. So hoch. Agora vai cozer para aí 20 minutos, meia hora. Deixa-se aqui a cozer e depois volto. Para vos mostrar. Jetzt kochen lassen, dann komme ich noch mal, um euch zu zeigen, was da raus geworden ist. Okay? Bye!